Und das ist, glaube ich, das, wo es eigentlich auch in dieser, auf dieser Reise, dieser Diskussion, die wir hier führen, ja, hingeht. Ja? Ja. Wo hat es dann, zu dir selbst. Ja? Ja. Wo hat es dann geknallt, das erste Mal? Ja, es hat bei mir nicht einmal geknallt. Du hast ja nicht beim ersten Mal zugehört. Du bist ein harter Knochen, du brauchst es ein paar Mal. Ja, genau. Ja. Das erste Mal hat es dann so richtig geknallt, wo ich zu Hause gesessen bin, angeblich nach Erzählungen und meine Frau dann nach drei du Stunden. Du weißt es nicht einmal selber? Nein. Ah, Wahnsinn. Ich habe 3 Stunden angeblich in den Fernseher gestarrt, der nicht gelaufen ist. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wenn er zu Hause wie katatonisch, ja, regungslos irgendwo sitzt und bitte nicht ansprechen, nicht. Ich wurde angesprochen, aber habe nicht einmal das mit, ausgeblendet, komplett nicht mitbekommen. Ja. Und dann bin ich das erste Mal ins Spital gefahren und habe dort eben psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen. Mhm. Nur weil es halt zumindest in Österreich gegeben ist, das muss man halt einmal ganz klar sagen, dort wird da nicht geholfen, du wirst halt nur auf Pharmazie eingestellt. Ja. Ja, das ist das Einfachste, weil die müssen ja die Plätze freihalten, genau, in den Spitälern. Und es gibt auch keine Psychologen, erschreckenderweise. Nein, nein, ja, nur Psychiater. Und der fragt halt 2-mal am Tag nach, wie es da geht, aber wieso es da geht, wenn du dann sehr eingedämmt wirst von Mittelchen. Darf ich dich fragen, ich glaube, wir kennen uns gut genug und schätzen uns gut genug, dass ich dir diese persönliche Frage stellen kann, weil ich glaube, es ist auch für die, die zuhören und möglicherweise dasselbe erleiden, ein Thema. Ja. Gab es Schamgefühle beim ersten Mal? Absolut. Hast du dich völlige selbst, Schamgefühle, ja? Um Gottes Willen. Und das ist ja nach wie vor, und wir leben jetzt im Jahr 2022, wird es noch immer als Schwäche angesehen, wenn du einmal mit wem sprichst darüber und sagst, ich kann nicht mehr. Es ist nach wie vor als Schwäche angesehen. Ja. Und es war dann natürlich damals, also das war 2014, massiv, ja, das dann in Chef zu erzählen. Wie hat er darauf reagiert? Wann kommen sie denn wieder? Nein, typisch. Weil du bist ja... Man will ja den Springkinkau, den Mann für alles, die Frau für alles. Den, ja, Fröhlichen. Den Fröhlichen auch noch. Den Kaschmann. Hat dich dieser Scham, war das einer der Hindernisse zur Erkenntnis? Absolut. Hast du dich nochmal in Ausreden geflüchtet und nur gesagt, na, es geht schon? Ja, absolut, es geht. So wie das vom McConaughey, da gibt es ja, glaube ich, Wolf von Wall Street. Ja, genau. Das geht schon. Nein, ja, der Dings ist das, der wie heißt der McConaughey Leonardo, ist das. Leonardo DiCaprio. Aber er macht es mit McConaughey. Also, okay, ja. Ja, ja, tatsächlich, ja. Und die Frage, die mir dann eben gestellt wurde, also, der Arzt hat gesagt, ein halbes Jahr mindestens zu Hause bleiben, zu sich finden, Therapie, Reha machen. Ja, aber das ist halt im realen Leben damals nicht. Du wirst es nachempfinden können und möge ich mich auf Nachhinein dögeln dafür. Na. Als ich meinen Autounfall gehabt, da war ich auf einer Dienstreise in Vegas. Ja, für den Kunden. Das war gerade ein Firma, das hätte ich umdrehen. Es war so eine Reorganisation, es war eine Unternehmen kurz vorm Konkurs und ich hatte neue Pläne und neue Produkte und hätte neue Kontakte in Amerika aufgebaut. Und war dicht gedrängt, Termine, also mit viel Potential. Ja. Und ich habe damals einen schweren Autounfall gehabt und habe dann einen dreifachen Hüftbruch gehabt und lag dort im Spital. Und als ich dann nach Österreich wieder zurückverfrachtet wurde, hat man hier gesagt, ja, nochmal ein paar Wochen Spital. Ja, das habe ich dann auf eine Woche gekürzt und war dann schon mit Krücken in der Arbeit, mit schweren Hämmern, mit Schmerzmitteln. Ja. Und dann hat man mir gesagt, weil das Österreich ist ja toll dafür, wenn man krank ist oder angeschlagen, sie kümmern sich um dich. Ja. Ich darf in ein Reha-Center. Ja. Weißenhof war das damals. Und ich habe gesagt, das ist ja toll, aber es dauert, bis ich da hinkomme. Und dann habe ich gesagt, und wie lange dauert das? Und die haben gesagt, mindestens 3 Monate. Ich habe gesagt, das hat's angerannt. Das geht bei mir nicht. Ja. Was soll ich 3 Monate? Ich habe einen top bezahlten Job. Ja. Ich bin für die Sanierung dieses Unternehmens zuständig. Die Strategien, die ich angesetzt habe, greifen gerade. Wenn ich weg bin, kann ich mir das in die Haare schmieren. Und ich war dann, lustigerweise, ich war dann auch im dort und ich hatte Zimmergefährten und da war ein Bundesheersoldat, der hatte genau denselben Unfall wie ich. Oh. Aber beim Laufen hat er sich das, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber irgendwie hat er das. Und ich habe gefragt, wie lange der schon da ist und er hat gesagt, 4 Monate. Und ich sage, ich bleibe sicher keine 4 Monate. War dann, glaube ich, nach 4, 5 Wochen dann wieder in der Arbeit. Hat mich auch ewig im wirklichen Leben dann auch zurückgehaut, weil das Konsequenzen hat. Das, was man kürzt in der Heilungsprozess.
oder was man ignoriert, weil man glaubt, man ist so wichtig. Ja, genau, das ist ja unser das Problem, das Ego, was dann aus dir herausquillt und ich bin so wichtig und ohne mir funktioniert es ja nicht und geht es nicht. Ja. Kürzt du dann diesen Prozess der Heilung ab, den es aber braucht in Wahrheit, weil mir ist das dann ein zweites Mal noch passiert. Ja, fragen wir noch, weil auf das wollen wir hin. Hast du dich irgendwie geändert nach dem ersten Burnout? Oder hast du einfach gesagt, das war ein Glitch, ein Zufall, schwamm drüber? Nein, habe ich nicht. Ich habe das tatsächlich ernst genommen. Wie lang? Und, wie viele Minuten? Keine Minuten, es waren doch 2 Monate. Okay, ja. Wo ich in diese Therapie gegangen bin. Also ich habe einen wunderbaren Coach gefunden und eine wunderbare Psychologin. Und war aber der Meinung, nach 2 Monaten ist man wieder stark genug. Hört sich, sounds familiar, ja? Ja. Gut.